Hallo, ich bin Andrea Voss-Frick. Ich darf auch im Namen von Maria 2.0 noch ein paar Worte sagen. Ich glaube, was deutlich wird, ist, dass die Menschen guten Willens, die in und mit dieser Kirche unterwegs sind, auf jeden Fall solidarisch zusammenstehen sollten. Ich mach's kurz. Bei euch aber soll es nicht so sein, sagt Jesus seinen Jüngern, als sie um den besten Platz im Himmel, die stärkste Machtposition, den Platz auf dem Sockel buhlen. Wer groß sein will, der soll den anderen dienen. Wer groß sein will, der dient den anderen zu ihrem Wohl. Jesus stellt die Machtverhältnisse nicht nur hier, sondern immer wieder in Frage und auf den Kopf. Macht soll zum Wohl und zum Dienst eingesetzt werden, nicht zum Herrschen und zum Zwingen. Was hat die römisch-katholische Kirche aus diesem Geschenk gemacht? Sie hat eine Kirche aus Stein errichtet, eine starre, monolithische Machtanmaßung, in der einige wenige alle Macht in Händen halten und diese, wie sie es für richtig halten, gegen den Willen vieler und gegen das Wohl vieler einsetzen. Was richtig und was falsch ist, die nächste Anmaßung, wissen Sie allein. Insofern ist St. Stephanus ein Lehrstück für vieles, das in dieser Kirche falsch ist. Ein beliebter Seelsorger wird gegen den erklärten Willen der Gemeinde und gegen seinen eigenen erklärten Willen versetzt. Die Botschaft eines barmherzigen und liebenden Gottes, der alle Menschen gleichwertig und gleichwürdig geschaffen und zur Freiheit gerufen hat, steht einer Institution gegenüber, die geprägt ist von Machtanmaßung und Unbarmherzigkeit. Eine konservative, eng an der römischen Lehre ausgerichtete Spiritualität soll durchgesetzt werden gegen einen freien, den Glauben in die Weite führenden und an der Lebenswirklichkeit der Menschen orientierten gemeinschaftlichen Geist. Das allgemeine Priestertum aller Getauften wird konterkariert durch priesterliche Bevormundung und spirituelle Engführung. Glasklar sichtbar steht uns vor Augen, dass die Form, die Struktur, die Verfasstheit dieser römischen Kirche nicht in der Lage ist, die ihr anvertraute Botschaft glaubhaft in die Welt zu tragen. Glaube ich noch daran, dass sich diese monolithische Struktur substanziell verändert? Meine persönliche Antwort darauf, das wissen vielleicht mittlerweile einige, ist mittlerweile nein. Ich glaube nicht, dass sich die römisch-katholische Kirche von Amts wegen verändern wird. Denn das, was sie verändern müsste, um glaubhaft jesuanisch zu sein, würde die gesamte Institution derart in Frage und auf den Kopf stellen, dass kein Stein auf dem anderen bliebe. Dazu fehlt ihnen das Vertrauen und manchmal glaube ich, es fehlt ihnen auch der Glaube dazu. Was ich mir aber nicht nehmen lasse, und deshalb ist die Antwort auf die Frage nach Veränderung auch ja, ist das Katholische
das Allumfassende, im besten Wortsinn. Ich lasse mir nicht nehmen, Teil einer Gemeinschaft zu sein, die niemanden ausschließt, die jeden willkommen heißt. Ich glaube weiter daran, dass wir Kirche von unten verändern können, indem wir den aufrechten Gang und die Freiheit für uns selbst finden. Und beides in diese Glaubensgemeinschaft hereintragen. Denn letztendlich können wir uns nur selbst verändern. Die Art und Weise, wie wir in Gemeinschaft unseren Glauben leben und die Art und Weise, wie wir mit der katholischen Hierarchie umgehen. Für euch als Gemeinde heißt das, oder könnte es heißen, schafft eure eigenen Strukturen. Lebt eure Spiritualität, indem ihr Gebete und Gottesdienste selbst gestaltet. Macht euch unabhängig von der Präsenz eines Priesters. Ermächtigt euch selbst. Und bleibt gleichzeitig wachsam und im Widerstand, wenn euch etwas aufgezwängt werden soll, das euch nicht entspricht. Roger Schütz, der Gründer der Gemeinschaft von Thésée, hat es Kampf und Kontemplation genannt. Zwei Seiten, ein und derselben Münze eines tief verwurzelten Glaubens. Dass wir heute hier Seite an Seite stehen, ist für mich das hoffnungsvolle Zeichen einer Gemeinschaft von mündig gewordenen Christen, die ihr Kirchesein eigenverantwortlich in die Hand nehmen und sich selbstbewusst gegen Bevormundung stellen. Mit allem, was ihr jetzt tut, verändert ihr Kirche. Dafür wünsche ich euch die Kraft, die nötig ist, und die Hoffnung, die trägt.